So, meine Damen und Herren, wir kommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge. Ich habe den letzten Spielstand, habe ich nochmal geladen. Wir müssen sofort irgendein Spiel rausbringen, weil sonst gehen wir wieder bankrott und das wollen wir nicht. Wir wollen ein neues Spiel machen, los geht's. Wir machen jetzt das Superstroh, Rollenspiel-PC, neue 3D-Grafik und wir starten jetzt. Die Sache ist, ich weiß gerade nicht, wo wir eigentlich, also ich weiß, wo der Fehler war, ist die Sache. Und die Sache ist jetzt, ich weiß, was wir nicht machen dürfen. Also wir dürfen jetzt schon mal nicht jetzt weiter forschen. Jedenfalls nicht mit allen. Und die Sache ist, wir dürfen uns nicht, falls wir jetzt nochmal das bekommen, nicht die Vene holen. Also Blazes sind zwei. Weil das wird uns nochmal den Hals brechen. Das weiß ich. Und wir müssen überall Geld sparen, wo es auch geht. Das ist jetzt unser Problem. Wir sind jetzt wieder im Minus. Master V wird nicht mehr unterstützt, habe ich sowieso nicht rausgebracht. Der Sound ist immer nie so unbedingt wichtig und wir hauen jetzt mal wieder raus. So, Fee wurde vom Markt genommen. Wir kriegen einen Haufen Forschungspunkte, ich weiß. Aber es bringt nichts, wenn wir jetzt auf die Forschung gehen und kein Geld haben. Das ist unser ganz großes Problem. Wir müssen sofort, wenn das Spiel raus ist, rausbringen und ein neues Spiel machen. Wir müssen jetzt das Spiel raushauen, wie es nur geht. Zurück-Simulation, Dr. Du, mit auf der Plattform natürlich PC. Also wir haben gesehen, wenn ich jetzt mehr rede, desto mehr Scheiße passiert. Und Dr. Sch oh, jetzt. Ja gut, wir hätten auch was Besseres erwartet. Die Erwartung ist natürlich bei uns auch sehr nach unten gegangen. Aber es ist schon okay. Die Engine-Simulation braucht keine Story. Also ich weiß nicht, was ich hier mir öfters einfallen lasse. Keine Story oder nicht so viel. So, ja, Super Strauch wird jetzt verkauft. Ich hoffe mal, dass wir da jedenfalls ein bisschen hochgehen. Ja. 93.000, das ist schon mal okay. Wir sind schon fast wieder im Plus. Das freut mich so in der Simulation. Ich hoffe mal, dass wir hier was... Ach du Scheiße, was ist mit den Punkten los? Irgendwie habe ich das Gefühl... Ah nein, die haben noch Open World noch drin gehabt. Scheibengleister, glaube ich. Tag-Nacht-Zyklus, aber wir haben Open World. Naja. Nicht so das Perfekte. So, jetzt noch schnell die 12 Bucks raus. Und dann müssen wir mal schauen, in welche Richtung wir vielleicht uns mal irgendwann mal forschen. Naja, gut, okay, von den Punkten her könnte man natürlich noch etwas glücklicher irgendwo sein. So, und was machen wir jetzt? Wir lassen sie nur forschen in Richtung Sport. In der Zeit können wir nämlich noch mal ein neues Spiel. Und Andy, wir machen was ganz... Oh ja, Dr. Du, komm, Dr. Du, komm. 766, 767 ist schon okay. Und wir können ja schon mal gucken, und wir gucken mal kurz. Ach du Scheiße! Spiele gerade 5 Wochen dafür Zeit? Seid ihr verrückt? So, 3 Wochen. Das scheint machbar zu sein. 16,4. Wir machen die hier in 3 Wochen. Ich hoffe mal, das schaffen wir zu zweit. Ich habe aber gute Bedenken, dass wir das gut schaffen. So, die Sache ist wirklich, wir brauchen jetzt so schnell wie möglich Geld. Wir wollen nicht schon wieder ins Minus gehen. Wir machen jetzt noch die Spielhintergründe schnell. Danach können wir uns das neue Spiel machen, denn wir sind relativ gut drauf. Wir haben jetzt Sport gemacht. Das Thema Sport. Generell natürlich Rollenspiel. Natürlich alles auf dem PC und mit der neuen 3D-Grafik. Natürlich nehmen wir das Sportspiel Goal 1. So, ich hoffe mal, das habe ich jetzt alles gut gemacht. Wir nehmen natürlich einen kleinen Messestand, um ein bisschen Werbung zu machen. Denn auch durch die G3 entsteht ein Hype, der unser Spiel ein bisschen rausbringt. Künstliche Intelligenz in einem in einem Sportspiel, ein kleines bisschen. Ja, komm, mach mal so. Verbesserte KI braucht man eigentlich überhaupt nicht, auch wenn sie hier 50% wert ist. Aber wir machen ein kleines bisschen künstliche Intelligenz. So, Dr. Du geht ganz schön nach unten. Das ist ein großes Problem. Open World, also in einem Sportspiel glaube ich mal nicht, dass man Open World brauchen unbedingt. Und Tag-Nacht-Zyklus wäre nicht schlecht. Stereo-Sound ist schon okay. Naja, gut. Deshalb, ich habe auch nicht viel erwartet, dass da ein paar Leute, viele Leute rankamen. Das ist auch kein Superspiel, was ich jetzt hier rausbringe. Die Sache ist nur, ich wollte einen kleinen Hype noch ansetzen und einen Hype 42 hätte ich so nicht schnell hinbekommen. Sie bekommt jetzt eine Gehaltserhöhung. Sie lassen wir jetzt persönlich, aber nur an was trainieren. Und zwar den Pixel Cup, das was wir gemacht haben. Das bringt uns ein bisschen an Design.
Und wir erstellen, oder machen wir jetzt ein Scheiße, kein sehr gutes Spiel. Also das war ja richtig scheiße. Wir müssen mal gucken, hier jetzt was hinzukriegen. Wir sind zu zweit. Dann ist das Einzige nur noch hier. 30.000 dürften wir eigentlich hinbekommen. So, und ich verkaufe die jetzt. Ich verkaufe die, bin mal gespannt, was dann abweisen, weiß ich, verliert man einen Haufen Fan. Das kann man sich denken. Verkaufen, verschenken haben wir ja gerade gesehen, aber es kostet uns was. Und wir verkaufen die jetzt mal. Wir haben Fans verloren, aber 10.000 eingenommen. Also auf die paar Fans, glaube ich, können wir auch verzichten. Solange wir hier die Logic gerade fertig bekommen. Wir bekommen die nein! Oh, ist das fies, ist das fies. Komm, wir müssen aber neue Spiele entwickeln. Du Scheiße, ich hoffe mal, ich bin schlecht. Scheitel. Alter, was geht denn jetzt ab? Das gibt's auch gar nicht. Dass wir so schlecht sein können. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass wir auch hier einen Haufen Fans jetzt auf immer verlieren. Solange wir Geld einnehmen, ist alles okay. Aber wenn wir so einen Haufen Fans verlieren, das ist ja... Das tut dir schon weh. So, und das hauen wir natürlich alles so raus. Open World wäre, glaube ich, am besten gewesen. Aber wir lassen es mal. Sie schicken jetzt sofort in den Urlaub. Sie ist ja fertig. Wir schicken sie in den Urlaub sofort. Und wir stellen das Spiel schnell gleich mal fertig. Und wir sind gleich wieder im Minus. Einen schnellen Arbeitsauftrag für 20.000. Ja, die Bank, wir stecken in Schwierigkeiten. Die bieten uns 413 an. Diesmal, weil wir ja ein Spiel gerade rausgebracht haben. Das nehmen wir sehr gerne an. Und die erste Bewertung für unser Spiel ist raus. Was? Ich hasse mich. Ich hasse mich sowas von. Aber das schaffen wir locker. Wir müssen 500.000 auf der Tasche haben. Wir müssen 500.000 jetzt locker auf der Tasche haben. Das ist der Shit. Und wir machen mal wieder nochmal ein Sportspiel. Für den Game Link. Ah nee. Oh, wir haben hier gar nichts. Wir haben überhaupt keine Lizenzen. Wir haben bloß für den PC jetzt die Lizenzen. Ach, du Scheibenleister. Das kann ja nur was werden. Ja, schön, wir haben 20.000 bekommen. Oh, das gibt's doch nicht. Mehrspielermodus. Los geht's. Spieltutorial. Wir hauen mal Spieltutorial raus. Also deine Mutter, naja, Die Sache ist, wir brauchen einfach nur Geld. Wir brauchen einfach nur Geld. Hier, Dialoge raus. Dialoge komplett raus. In ein Simulationsspiel gehören keine fucking Dialoge. So. Hier hat er jetzt Designpunkte einen Haufen dazu bekommen. Uns hoffentlich was bringen. Neue Themen. Dann lass mal sie am Ende mal ein bisschen forschen. So, die Bank hat. Also wir sind jetzt erstmal von der Bank weg. In einem Jahr 1,8 Millionen. So, ich habe jetzt mal schnell aufgeschrieben. Wir erhalten jetzt 1 Million. Es ist richtig mies. Aber wir kriegen das nicht hin. So, wir müssen hier ein neues Thema. Wir brauchen ein neues fucking Thema. Ich habe doch Fertigstellen gedrückt. Hier, komm. Nochmal. So, fetten Levelausstieg überall. Sehr viele Sachen gerade zum Erforschen geschafft, aber wir brauchen Forschung, neues Thema. Nein, All Games, du versaust mir alles. What the fuck, Alter, wenn das jetzt nicht ordentlich sich verkauft, dann weiß ich auch nicht. Also wir machen hier noch ein neues Thema und zwar ist es... Ach komm, wir machen hier oben, das mal fertig, ganz schnell, Forschung und Science Fiction. So, und danach müssen wir sofort ein neues Spiel machen. Alter, hätte ich jetzt hier noch einen Hype drauf gehabt. Fucking holy shit. Fifi macht einen richtig guten Sache. Neue Spiele entwickeln. Und zwar wird das gleich mal ein Filmspiel. Ich weiß nicht, wie ich das aufbauen soll. Und zwar wird das der Fluch unter mir Film. Ist das natürlich, wer so schnell gucken konnte, Rollenspiel. So wie es sitzt sie bisher alleine. Und das ist gar nicht gut. Ich hole mal, dass wir das mal langsam hinbekommen, gesetzt, wir sind fertig, okay. Das hört sich doch sehr gut an. Oh, hätte ich jetzt hier wirklich noch einen Hype drauf gesetzt. Alter Schwede, guck mal, hier hat es einen kleinen Einbruch gehabt und das geht übelst nach oben. Über 50.000. Es hat, oh Leute, das ist ja wie letztes Mal. Das hat ja überhaupt keine Punkte. Aber wir erreichen gleich, ey, wenn das weiter so läuft, treiben wir noch 1 Million raus. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht mal hin. Alter Schwede. Also es ist, glaube ich, hier das schlechteste Spiel, was ich mit rausbringe, gerade eben.
Und davor haben wir so ein hammergeiles Spiel rausgebracht, das gibt's doch gar nicht. Also die könnten gerne jetzt kommen und sagen, okay, wir ziehen hier mal ein bisschen Geld ab, weil dann habe ich erstmal keine Angst mehr vor der Bank. Ist die Sache. So, Star Wars kommt jetzt raus. Ein Science-Fiction Abenteuerspiel. Oh, wow. Ja, okay. Ich habe, wie gesagt, das Spiel war kein gutes Spiel. Also wir hauen hier wieder ein Spieltutorial raus. Ein Gameplay ein bisschen weniger, aber die Engine wird vielleicht ein bisschen mehr jetzt hier drauf sein. Das Spiel ist wirklich sehr schlecht gewesen. Und das sollte 6 Millionen, Alter, jetzt nur noch so oben bleiben. Jedes Mal. Allein wenn ich 71.000, nee, ich muss mehr als 71.000, also ich muss schon ganz was einnehmen. Das ist die Sache, also ich muss sie bezahlen, obwohl es sind die monatlichen Kosten 71.000. Dazu kommen nur noch die Spielekosten. Wir könnten zum ersten Mal einen großen Messestand machen. Also das ist erstmal eine Aufnahme, ich habe aber schon im Livestream einen großen Messestand gemacht. So, dann stellen wir das Ganze mal fertig und ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir nur noch einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.